Eine handelsübliche Kamera, Klebeband und Teile einer Plastikflasche. Peinliche Enthüllung über Putins Kriegsgerät. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht dieses Video. Es soll eine russische Drohne vom Typ Orlan 10 zeigen, abgeschossen und auseinandergenommen von der ukrainischen Armee. Die Soldaten wollten mehr über Putins Hightech-Equipment erfahren, doch dann das. Die Drohne scheint amateurhaft und mit einfachsten Mitteln zusammengebaut worden zu sein. Im Inneren eine einfache Spiegelreflexkamera der japanischen Firma Canon, im Handel für rund 600 Euro erhältlich. Diese ist mit einem Klettband gesichert. Das Modusrädchen wurde festgeklebt, scheinbar um sicherzugehen, dass die Kamera nicht aus Versehen den Aufnahmemodus während des Fluges wechselt. Doch es wird noch peinlicher. Anscheinend besteht der Treibstofftank der Drohne aus Teilen einer einfachen Plastikflasche. Zudem sind mehrere Teile der Drohne mit Gafferband fixiert. Bisher waren Experten davon ausgegangen, dass Orlan-Drohnen mit einer Wärmebildkamera, einer Foto- sowie Videokamera und einem Funksender ausgestattet sind. Von wo und von wann das Video genau stammt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Doch in den sozialen Medien sorgt es nun für ordentlich Spott und zeigt erneut, die vermeintliche Überlegenheit von Putins Armee dürfte zu großen Teilen vor allem Propaganda sein.